Kann ein wiedergeborener Christ das Heil Gottes wieder verlieren? Steht das wirklich so im Hebräerbrief? Definitiv nein. Der Hebräerbrief wurde nicht an eine einzelne christliche Gemeinde geschrieben, sondern an die Hebräer. Das waren Juden in Palästina, die aber Christen wurden. Zu dieser Zeit haben sich viele Juden zu Jesus Christus bekehrt. Zu diesen Hebräern gehörten also erstens Juden, die Jesus Christus angenommen haben als ihren Retter, die sich bekehrt haben und nun wiedergeborene Christen waren. Für die wurde der Hebräerbrief geschrieben, um ihnen klarzumachen, dass sie das religiöse System des Judentums aufgeben können und müssen für das Christentum. Unter den Hebräern waren aber auch Juden, die haben auch erkannt, dass Jesus der Weg ist, die Wahrheit. Die haben die Vorzüge des Christentums erkannt und dennoch haben sie Jesus Christus nicht angenommen. Sie haben sich nicht bekehrt, sie waren erweckt, aber nicht wiedergeboren. Stattdessen standen sie in der Gefahr, anstatt Jesus anzunehmen, ihn zu verwerfen, indem sie zurückkehren würden zum Judentum, vermutlich aus Angst vor einer Christenverfolgung. Und vor diesem Abfall, vor dieser Apostasie, warnt der Hebräerbrief drastisch an mehreren Stellen. Das Kennzeichen dieser Mitläufer war, sie waren erleuchtet. Das heißt, sie hatten zwar die Wahrheit erkannt, aber nicht aufgenommen. Sie waren nicht im Licht. Sie hatten die himmlische Gabe geschmeckt. Das heißt, sie haben den himmlischen Charakter des Christentums zwar gekostet, mitbekommen, aber sie haben Jesus nicht im Glauben in sich aufgenommen, gemäß Johannes 6. Sie waren teilhaftig Heiligen Geistes. Das heißt, sie haben die Kraft und die Auswirkungen des Heiligen Geistes miterlebt, mitbekommen, aber sie waren nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist, er war nicht innewohnend und sie haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke mitbekommen. Das heißt, sie waren Zeugen der apostolischen Zeichen und dennoch standen sie in der Gefahr, anstatt Jesus anzunehmen, ihn zu verwerfen, indem sie zurückkehren zum Judentum. Und damit würden sie quasi Jesus Christus nochmal für sich persönlich kreuzigen und die Gnade mit Füßen treten. Die Folgen dieses Abfalls sind drastisch, denn wenn sie das tun würden, könnten sie nicht mehr umkehren zu Jesus Christus aufgrund der Verstocktheit des Herzens und des Gewissens. Aber sie würden wahrscheinlich auch nicht mehr umkehren wollen. Diese Passage hat absolut nichts mit wiedergeborenen Christen zu tun, sondern es geht hier um jüdische Mitläufer mit einem christlichen Bekenntnis, die anstatt Jesus Christus anzunehmen, ihn persönlich verworfen haben und sozusagen ihn nochmal für sich gekreuzigt haben.